Meldegesetz. Stillschweigend und ohne großes Aufsehen wird das Bundesmeldegesetz zum 01.11.2015 eingeführt. Das Meldegesetz ist der Grund der Heimatverweigerung nach der Gleichschaltung auf der Bundesebene der Staatsangehörigkeit. Bundes- und Verbandskörperschaften können nur juristische Personen verwalten, sind also ohne Transzendenzbezug und somit nicht grundrechtberechtigt. Die juristischen Personen und deren Vertragspartner sind in Artikel 20 bis 146 Grundgesetz der Bundesrepublik nicht grundrechtberechtigt und somit rein privat. Alle Gerichte sind innerhalb der juristischen Personen Bundesrepublik reine Privatgerichte nach der Schiedsgerichtsbarkeit. Das Meldegesetz regelt immer die Gerichtsbarkeit nach dem Haager Abkommen in Zusammenhang mit der örtlichen Zuständigkeit. Das Bundesmeldegesetz ist die Globalisierung der Landesmeldegesetze für die Europäische Union, in der die Menschen zu Verbrauchern degradiert werden und für die Union zwangsbürgen sollen. Im Klartext müssen die Menschen als Sklaven haften, denn juristische Personen können nicht bürgen. Das Meldegesetz lässt aber eine Option für die Befreiung des Menschen nach § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht nur dann zu, denn das Meldegesetz regelt die öffentliche Ordnung in rubrum, Rechtwahl und Gerichtsstand nach dem Heimatrecht des Haager und Wiener Abkommens. Wenn die Menschen sich vor einem anderen grundrechtfähigen Gerichtshof erklären, die Gebote im Naturrecht einzuhalten. Danach dürfen nach § 112 Bundespersonalvertretungsgesetz analog § 2 Verwaltungsverfahrensgesetz nach den völkerrechtlichen Vereinbarungen des Genfer Abkommens nur die Menschen von der Meldepflicht befreit werden, deren Gründe der Zwangsinternierung allein nur wegen dem Glaube entfallen. Damit ist nicht viel Götterei, Meinungen, Interessen, Religionen, Demokratie oder sonstiges Scheingeschäft gemeint, denn das Meldegesetz ist ein Scheingesetz. Für den Vollzug des Genfer Abkommens vom Bundes- und Landesgesetz ist das Amt für Menschenrecht völkerrechtlich bestimmt und berechtigt. Der zuständige Gerichtshof der Menschen ist nach dem völkerrechtlichen Haager Abkommen des EGBGB öffentlich beglaubigt. Demnach können Menschen, die nicht innerhalb der juristischen Person Bundesrepublik bedienstet waren und Menschen nicht verletzt haben, beim Amt für Menschenrecht eine Aufnahme finden und sich von der Meldepflicht befreien. Der Gerichtshof der Menschen ist kein privater, sondern ein öffentlicher Gerichtshof für die Einhaltung der natürlichen Gebote und des Völkerrechts. Die zugehörigen Menschen müssen vor dem Gericht erklären, dass sie auf jeden Fall die Strafbarkeit bei Nichteinhaltung von Geboten, Grundrecht bis Gesetzen, Grundgesetz akzeptieren. Pflichtgericht zur Wahrung des Rechtsprinzips. Verbot von Götzenanbetung, Verbot von Gotteslästerung, Verbot von Mord, Verbot von Diebstahl, Verbot von Ehebruch, Verbot von Brutalität gegen Tiere. Dies alles anerkennen und dem Gerichtshof der Menschen zugehörig beitreten möchten. Es gibt zwei Möglichkeiten der Zugehörigkeit: Kategorie Mensch sein und Sorte Mensch werden. Mensch sein, Ben Noach, hält die noahidischen Gebote ein. Mensch werden, der Gerd Toschow, hat vor einem öffentlichen Gerichtshof erklärt, dass er die noahidischen Gebote einhalten wird. Er durfte als Fremder im Heiligen Land auf Erden wohnen. Mensch Schein, der Nochri, hält die noahidischen Gebote nicht ein. Die Aufnahme der Menschen am Gerichtshof der Menschen ist zum 01.11.2015 geplant. Die öffentlichen Urkunden des Gerichtshofs der Menschen können in den Nationalbibliotheken Frankfurt und Leipzig eingesehen werden. Die Diplomatik, Urkundenlehre, von altgriechisch Diploma, gefaltetes, aus Diplos, doppelt, ist eine grundlegende Disziplin der historischen Hilfswissenschaft der Anerkennung. Sie beschäftigt sich mit der Einteilung, den Merkmalen, der Ausstellung, der Überlieferung, der Echtheit und dem historischen Wert von Rechturkunden. Durch Vertrag Strafgesetzblatt Nummer 139/1918 vom 19.12.1918
ist der Gerichtshof der Menschen gemäß § 2 Beurkundungsgesetz als Globalrechtbund öffentlich-rechtlich zum Schutz des Menschen nach Artikel 25, 140 Grundgesetz, Artikel 73 UN-Charta, Artikel 142 bis 149 Genfer Konvention zum Schutz vor der Zivilperson. Am ersten Freitag nach der 21 völkerrechtlichen Tagesfrist vom 1.9.2013 am 27.9.2013 unmittelbar und rechtmäßig in Kraft getreten, nachdem durch die Veröffentlichung im Osservatore Romano der Erlass Motu Proprio des Vatikan von Apostolischen Palast am 11.7.2013 im ersten Jahr seines Pontifikats zum 1.9.2013 zum Schutz der Menschenwürde proklamiert wurde. Die Funktionsimmunität von profanen Beamten im Völkerrecht ist für die Bestimmung des Gerichtshofs der Menschen natürlich aufgehoben worden. Durch Strafgesetzblatt Nummer 139 1918 vom 19.12.1918 ist der Landesnotar nach dem Notargesetz der gesetzliche Vertreter des Landes unter der deutschen Verfassung vom 11.08.1919 nach Artikel 56 EGBGB durch Vertrag von Saint-Germain vom 10.09.1919 Deutsch-Österreich gemäß Artikel 123 Grundgesetz. Der Gerichtshof der Menschen ist bei der Deutschen Nationalbibliothek unter dem Regulierungsakt RG 70404736 ODE und Signaturen 2014 B2448F und 2013 B38170L seit dem 29.11.2013 aufgenommen.